Hallihallo, liebe Forza-Freunde, mein Name ist Bitwalker. Es geht hier auf den Suzuka Raceway und das Ganze mit einem Camaro. Den muss ich ein bisschen pimpen, upgraden, aber das hat die automatische Pimp-Möglichkeit ja gut gemacht. Ja, ich kann es nur erwähnen, ich bin nicht der Schrauber, ich lasse das machen. Jo, geht's gleich mal los hier. Voll rein ins Geschäft. Und euch wird es schon aufgefallen sein, jetzt ohne Bildstörungen, ohne Artefakte, ohne grüne Flashes. Ich habe die Problematik gefunden, konnte sie ausmerzen und ja, kann jetzt wieder ordentliches Bild liefern hier beim Racing. Wem es interessiert, was es war und wie es zu beheben ging, in meinem Channel hier auf YouTube habe ich einen Screencast, wie ich es erkläre, also Final Cut Pro 10. Und die MP4-Dateien. So, ich aber jetzt hier beim Race nicht weiter kümmern, denn hier geht es eben ums Racing, also ums Rennenfahren und nicht um was anderes. Der Camaro, ein heikles Fahrzeug für meinen Begriff hier auf dieser, ob es auf dieser Strecke ist oder allgemein, denn ja, voll hinterachslastig, sehr übersteuernd. Und die Räder vom Kleben weit weg, sondern eher so, und wir haften halt so gerade noch im Limitbereich. Im Laufe des Rennens werdet ihr also auch merken, dass ich mal ein bisschen Probleme bekomme, aber da greifen wir jetzt nicht so weit vor, sondern schauen einfach mal, wie es hier weitergeht. Ja, das mit dem Bild im Bild, das kommt bei euch sehr gut an, das freut mich und ich finde das auch ganz lustig, dass man so ein bisschen mal schauen kann, wie das Ganze von außen aussieht oder eben auch andersrum. Und eigentlich ist es schade, immer nur Cockpit zu fahren, denn der Detailreichtum der Fahrzeuge ist dann schon sehr imposant. Allerdings muss ich sagen, ja, ich kann einfach nicht anders fahren. Ich habe schon mal probiert, dass ich mit der Außensicht fahre, aber nö, da komme ich dann ja, noch weniger klar wie eh jetzt schon. Also bitte ein Verständnis, dass ich es eben so mache, damit auch die Leute, die gerne die Fahrzeuge von außen sehen, was davon haben und ich trotzdem halbwegs vernünftig auf der Piste klarkomme. Ja, der Camaro ist auch ein Auto, wo ich sagen würde, ach ja, der wäre es in Natura schon auch. Und dieses kantige, dieses böse Gesicht auf das, ja, das mag ich schon recht gerne. Mir gefällt auch dieses bullige Heck hier. Und eben die Front ist sowieso einzigartig. Mit diesem ja, bösen, grimmigen Blick. Diese Hutze da auf der Motorhaube drauf. Ja, der schaut schon wirklich stylisch aus. Dieses Race hier absichtlich in dieser Klasse gefahren, es wäre auch ein R3 Race möglich, aber ich muss ehrlich sagen, für das R3, da bin ich ja nicht so recht geschaffen. Das ist mir schon etwas zu schnell, zu empfindlich, zu, ja, vielleicht bin ich einfach wirklich schon zu langsam für das. Also da muss ich mir dann wirklich so extrem stark konzentrieren, das macht mir dann schon fast keinen Spaß mehr, so ein Race zu fahren, denn da reicht ja wirklich ein tausendstel Sekunden irgendwie falsch den Stick gedrückt und schon liegst du draußen mit dieser Kiste. Mir reicht schon hier mit diesem Fahrzeug. Der ist mir schon empfindlich genug, dass ich mich wirklich auch da konzentrieren muss, um ordentlich über die Strecke zu kommen. Hier eben am Suzuka Raceway. So, ja, und da geht es auch schon wieder ab in die Botanik. Nicht das erste Mal, aber auch nicht das letzte Mal. So, ja, genau. Und hier ist es dann eben soweit. Irgendwie hatte ich dann so mitten der Runde 2 einen kompletten Blackout. Ich habe das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich weiß nicht, was sich verändert hat. Wahrscheinlich gar nichts, aber irgendwie, ihr seht es, irgendwie wollte es hier überhaupt nicht mehr. Übersteuern extrem. Ich das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Und ich wusste echt momentan nicht, was in aller Welt hat sich jetzt verändert. Habe ich einen Schlag aufs Auto bekommen? Bin ich irgendwo dagegen gefahren? Habe ich, ja, weiß ich nicht. Oder ist es einfach wirklich nur ein geistiger Aussetzer gewesen, was ich vermute, denn nach etlichen Metern oder nach einer Dreiviertelrunde weiter, da ging es ja dann wieder halbwegs. Also natürlich habe ich jetzt dann wirklich auf extra vorsichtig geschaltet, natürlich, denn wenn so ein Blackout mal da ist, wenn man so ein also das hier auch wieder raus, Mann, irgendwie wollte es nicht, ja, wenn das eben so ist, dann muss man einfach irgendwie
durchatmen und sich geistig vielleicht mit einem kurzen Reset schalten, um wieder mal auf das Normallevel zurückzukommen. Ja, ihr seht, es Platz 8 von 12, also ich habe wieder alles, wo ich vorne war, ich war schon auf Platz 1, alles wieder in den Bach gekippt. Also eher so eine Sache, wo man sagt, ja gut, Race ist gelaufen, ja, und auch schon wieder hier draußen. Aber wir fahren es halt einfach zu Ende, damit ich hier was, ja, für euch habe und vielleicht mal ein bisschen schon langsam wieder reinkommen. Denn wie gesagt, ich kann momentan, spiele ich nicht so viel, das ist... Ja, es sind drei Games hier, die ich gerne zocke. Das ist einfach Battlefield 3, Forza 4 und Skyrim. Da muss man sich die Zeit schon einteilen, was gerade in die DVD kommt, also in die DVD-Lade kommt und was dann aufgenommen wird und was dann eben auch noch geschnitten, ja, bearbeitet wird und eben auch kommentiert werden soll. Ist ja nicht so, dass es alles in 2-3 Sekunden erledigt ist, das ist ja wirklich alles Arbeit. Also das Video zu kommentieren, also die Zeit, was ich hier spreche, ist auch Zeit, wo ich hier sitzen muss und vorher schneiden und. Mach's eh gerne, kein Thema, aber bitte dann um Nachsicht, wenn es mal vielleicht mal 1-2 Tage kein Forza-Video gibt oder 3 Tage und was anderes kommt. Das ist einfach je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe, wie es halt einfach läuft. Ich meine, wenn es ein Tag ist, wo ich einfach mit den Rennen nicht klarkomme, dann ja, lasse ich es einfach. Genauso auch im Battlefield, wenn ich online gehe und ich komme in keine ordentliche Runde rein oder schaffe nichts, dann ja, raus damit mit der DVD, eine andere rein und mach mal was anderes. So, jo, Platz 3 von 12 wieder. Das dürfen wir nicht übersehen. Wir sind in der letzten Runde und ich habe mich wieder halbwegs vorgearbeitet. Ja, ist doch immerhin schön. Reicht mir schon mal, wenn ich nicht letzter werde, wenn es schon mal so schlecht gelaufen ist. Also bin ich für alles zu haben, was halbwegs da irgendwie gut ausschaut und nicht ganz blamabel ist. Die Strecke ist dann für meinen Geschmack schon recht gefinkelt, denn diese Höhenunterschiede und die dadurch resultierenden Bodenhaftungsprobleme, wenn man eben in so einen Bereich kommt, wo man von einer Steigung ins Gefälle kommt und entsprechend an Haftung verliert, dass teilweise so keine Kurven drin ist, ja, fordert schon ein ordentliches Gefühl auf dem Trigger, dass man nicht zu viel Gas gibt. Und gerade speziell bei einem Auto, wo sowieso das Gas sehr locker auf die Hinterachse übertragen wird und entsprechend zum Durchdrehen bzw. zum Übersteuern führen kann. So, ich kämpfe hier um Platz 1, 1 zu, 1 zu, ihr seht es links oben. So, jetzt bin ich mal vorne. Bin wieder hinten, bin wieder vorne. Ja, also hier wird sich wirklich nichts geschenkt. Auch die KI lässt sich nicht so sonderlich beeindrucken. Aber ihr seht es, das ist die Zielgerade. Und links unten im Bild sieht man es hinter bei ein paar Meter Abstand sind. Und somit kann ich mich jetzt schon ruhigen Gewissens verabschieden und sagen, yes Sir, gewonnen. Und danke fürs Zuschauen. Lasst ein paar Kommentare hier, lasst ein paar Daumen hoch stehen, damit es für meinen Channel gut ausschaut und ihr mir somit sagt, ob es euch gefallen hat oder nicht. Wenn euch was nicht gefällt, bitte schreibt es einfach in den Kommentaren rein. Wenn ich es weiß, kann ich es ändern. Und somit danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.